Jo Leute und willkommen zu Varo 3 mit dem Peterle. Hey Leute, was geht ab? Hier ist mein Name, ist Peterle, auch für meine Fans. Es ist soweit. Varo beginnt. Ja. Nilo, Alter, ich hab Angst. Leute, ich bin so am Zittern. Kurz gesagt, ich habe auch meine Facecam dabei, weil einfach das entspannender ist. Also zum Beispiel links neben uns ist noch Tinendo, Krani und Hand of Blood. Und rechts von dir? Rechts von mir ist Logo, Avive und weiter sehe ich nicht, weil der Hügel dann schon höher geht. Also wir haben da schon, warte, ich kann mal kurz schauen. Hallo Dri, Concrafter, dann kommt Hauptner, weiter hinten kommt Ungespielt. Oh, Alter. Facen, also wir müssen in die Richtung auf jeden Fall laufen. Unsere Taktik ist jetzt, weil da der Hügel ist und da nur, ich glaube, 7 Truner so in der Mitte sind, dass wir nicht in die Mitte laufen. So, lol, Gommel läuft da rum. What the fuck, Alter? Richtiger. Was macht der da? Auf jeden Fall, ich bin mega aufgeregt, der Peter ist mega aufgeregt, also ich zitter wirklich an den ganzen Händen überall. Und das ist einfach so krass, weil ja wieder ein neues Varo für mich und für Peter das erste Mal Varo, ja. Es wird heftig, Leute, also es wird krass. Da habe ich Angst, vor allem die ganzen Leute, die hier sind, das ist so heftig. Das Krasse ist einfach der Hunger, Leute. Meine 62 Hunger, Leute. Glaub mir, du wirst gleich am Anfang sehen, wie ohne Witz 2 bis 3 Fleischbalken wirklich beim ersten Rennen weg sind. Ist so. Keine Ahnung warum, es ist so. Jo Leute und willkommen zu Varo 3. Es beginnt in 30 Sekunden. Mit dabei ist der Peterle. Hey Leute, was geht? Ich habe so Angst. Ohne Scheiß. Nicht nur er, ich auch. Also es wird gleich auch so sein, dass wir nicht viel labern werden. Es geht sofort los. 62 Spieler, glaube ich, sind's. Und oh Leute, ich scheiß mir in die Hose. Es ist einfach brutal. Alter, oh Gott. Oh mein Gott. Peter, du weißt, was geht. 10 Sekunden. Woo! Leute, ich scheiß mir in die Hose. Oh mein Gott. 4, 3, 2. Eins. Guter Start, ich habe einen guten Start. Ich habe einen richtig scheiß Start gehabt. Ich bin hinter dir. Warum Wasser, Alter? Fick die Henne, Alter. Warum Wasser, Mann? Baust du direkt Holz ab? Ja. Okay, ich auch. Ja, beobachte doch, du sollst doch beobachten. Ja, aber ich habe doch eh keine Equipped. Ihr kann auch keiner was. Boah, ich habe schon die Hälfte des... Boah, ich habe schon voll viel Essen verloren. Wo bist du, Nilo? Mach schnell Crafting Table, schnell! Ja, chill. Hast du? Ja, Schwert hier. Hinter dir, was machst du? Hinter dir, ja, da. Okay. Oh, pass auf! Nein, Alter. Ich bin tot. Ja, toll, Mann. Erste Folge gestorben. Alter, den ist auch tot. Ja. Alter. Erste Folge bin ich raus, ernsthaft. Das ist richtig scheiße gewesen. Auch der Spawnplatz mit dem Wasser und so. Ich bin ja, ich lebe noch, aber. Oh man. Ich hab noch 1,5 Pacen, das ist richtig behindert, Mann. Ich bin auch tot. LOL! Erste Folge gestorben, ey. Super, erste Alter. Erste Folge ist nicht draußen, Leute. Das war schon Varo. Das war Varo, Peter. Nice. Raus. Ja gut, das hat sich dann wohl erledigt mit Varo. Schade. Oh man, ich wollte eigentlich bis zur dritten Runde überleben an meinem Geburtstag, jetzt bin ich ja tot. Ja, das war Varo, also so schnell kann Varo zu Ende sein. Aber wo das sind die bitte hergekommen? Was war das für ein scheiß Spawn mit dem Wasser, Alter? Das mit dem Wasser war echt kacke, also da, wir mussten direkt übers Wasser. Wir haben noch vorher über eine Aufnahme, vor der Aufnahme geredet. Wenn wir am Wasser spawnen, sind wir im Arsch. Und es war genau das Wasser, es war richtig scheiße einfach. Ja. Oh man. Echt behindert. Wenigstens kann ich jetzt rübergehen zu Simon. Und gucken gehen. Ja. Richtig scheiße einfach, aber richtig kacke. Ah, was soll ich jetzt noch sagen, Alter? Ja, nicht mal, die Aufnahme geht nicht mal 2 Minuten. 2 Minuten 54. Bei mir ist einfach so, ich sag mal so, ich hätte gerne noch vielleicht über die dritte Folge überlegt. Es ist einfach scheiße, wirklich. Es gab in der ersten Folge zu sterben, weil es halt einfach die erste Folge. Aber wir konnten auf jeden Fall, es war der blödeste, dreckigste Spawn ever. Und ja, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und. Ich glaube, ich war sogar der erste Tod, ich war das First Blood, ja. Ich war sogar das First Blood, Leute. Ah, okay, Dena ist auch draußen. Ja, Dena war der zweite, ich war First Blood. Ich war der krass. Erste Tote, Mann. Echt traurig. Einfach ja, Leute, das war's dann von Varo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Haut rein, Mann. Ciao. Ja, Leute, ihr habt es schon gesehen, ich bin raus. Also, das ganze Team, also Team nicht Peter, Nilo und ich. Wir beide sind jetzt draußen. Was heißt das denn jetzt, ja, im Endeffekt? Ihr hört ja im Hintergrund schon Tyson, der häschelt, der frisst auch gerade. Sei ruhig. Ja, es ist halt
Ich find's sehr traurig, weil ich hätte mir so viel vorgenommen, auch bei Varo. Man muss dazu aber einfach sagen, ich glaube, ich war noch nicht weit genug, glaube ich, um da hätte überhaupt zu bestehen. Und es war einfach so, dass Nilo und mein Wunsch einfach war, nicht die erste Runde zu sterben, was wir leider auch nicht geschafft haben, wie ihr gesehen habt. Ja, Nilo hätte in 3 Tagen Geburtstag gehabt und wir wollten unbedingt da in Varo seinen Geburtstag feiern. Und wir hatten uns auch schon voll viel Sachen überlegt. Hat leider nicht geklappt. Ja, viele von euch werden jetzt sagen, also viele Hater, weiß nicht, oder viele andere, werden jetzt sagen, ey, du hattest da nicht verdient, bei Varo reinzugehen. Also bin ich froh, dass du draußen bist. Finde ich auch sehr schade, weil nicht alle Kandidaten, die bei Varo 3 mitspielen, sind, sage ich mal in Anführungszeichen, Minecraft-Let's Player oder Minecraft-Spieler. Nehme ich nur mal, ich habe jetzt nichts gegen Leute, ich finde Hand of Blood zum Beispiel mega nice und ich feiere auch seine Videos. Nur er ist ja auch kein Minecraft-Spieler, nur da merke ich, habe ich nicht das Gefühl, dass bei ihm einer sagt, ey Junge, du hast da nichts verloren in diesem Event, aber komischerweise wird das immer bei mir behauptet, ich hätte da nichts verloren, weil ich keinen Skill hätte oder PvP nicht gut bin oder... Ja, ich finde das halt sau schade, weil geht nicht darum, ob jemand was kann oder nicht, weil es geht ja einfach darum, Spaß zu haben mit den Leuten und so. Und es ist ja auch nicht, dass ich einfach so da reingekommen bin, sondern ich wurde ja auch vorgeschlagen von vielen. Und ich war nicht von Anfang an dabei. Ja, ist halt jetzt so passiert. Es ist halt sehr schade. Ich glaube auch, dass viele Hater, die wollten, dass ich die erste Runde rausfliege, jetzt sich kaputt lachen und alles voll spammen. Unter diesem Video und natürlich auch das Video wird unglaublich viele Likes dann auch haben, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ganz ehrlich, das juckt mich auch nicht. Ja? Also ich bin sehr traurig, dass ich bei Varo raus bin. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin sehr traurig, weil ich hätte gerne da ein bisschen Spaß gehabt mit den Jungs. Ich hätte auch gerne jemanden umgebracht. Sollte alles nicht so sein, aber wie gesagt, ich finde es halt schade, dass viele Leute jetzt oder dass viele Leute allgemein viel haten unter den Videos. Aber ich kann diesen Zusammenhang nicht verstehen. Ich habe ja nie irgendwie irgendwas gesagt oder getan, dass es so ist und viele sagen auch immer, der ist hochgepusht und dies und das und dazu wollte ich mal ein Video machen und das kommt mir ganz gelegen, dass ich bei Varo raus bin. Es ist ja so, Leute, es ist klar gewesen, dass ich hier wegen der Arbeit nach Köln gezogen bin und zu Simon, ja. Und dann haben wir ja gesagt, komm, dann mache ich da auch einen YouTube-Kanal, die Leute kennen mich ja, ich habe früher schon viel gespielt, ich hatte ja auch mit Nilo damals zusammen ein Let's Play Kanal, ja, und das weiß von euch keiner und von euch wird immer nur gesagt, ey, der Peter, der macht, der macht seit 4 Monaten macht er YouTube. Das stimmt ja alles so gar nicht. Ich habe ja schon seit ich 15 bin oder noch früher, habe ich ja schon YouTube-Videos gemacht und die auch hochgeladen. Simon und ich hatten sogar einen eigenen Kanal zusammen. Nur dadurch, dass ich halt beruflich viel in anderen Städten unterwegs war, weil ich mich fortbilden wollte, weil ich dies machen wollte und das machen wollte, konnte ich halt eigentlich halt keine Zeit, um Videos zu machen oder mit Simon halt was zusammen aufzunehmen. Deshalb habe ich dann damals gesagt, Simon, bitte mach du dein eigenes Ding. Wir können leider nichts mehr zusammen machen, weil ich die Zeit nicht habe und ich möchte dich nicht damit unterbuttern, dass du jetzt nichts machen kannst. Also mach dein Ding. Und dann hat er damals unschwer gemacht. Und und ich habe, wie gesagt, ich habe halt immer Let's Plays gemacht und ich finde es halt schade, dass die Leute sagen, ich wäre hochgepusht, weil ich habe ja niemanden dazu gezwungen von euch, meinen Kanal im Endeffekt zu abonnieren, ja, also ich kam hin und dann hatte ich ja schon, ich finde das halt schade auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich halt diesen Anfangsstatus hatte, dass viele Leute mich kannten und mich abonniert haben, auch muss man so ganz ehrlich sagen, wegen Simons Namen, dass sie mich dann abonniert haben, weil ich auch hier wohne und etc. Klar tut mir das dann auch leid für die Leute, die schon so lange ihren Let's Play-Kanal haben und dann deutlich weniger Abonnenten haben als ich. Aber Leute, ich habe nie darum gebeten oder nie irgendwo in dem Video öffentlich gesagt, bitte abonniert mich. Das habt ihr ja ganz alleine entschieden. Ihr habt mich ja abonniert, weil, weiß ich nicht, weil ich lustig bin, weil ich ein guter Minecraft-Spieler bin. Ja, das ist halt nebensächlich. Es ist halt, wie gesagt, es ist halt schade, dass so viele Leute dann meinen, immer ihren Scheiß in Anführungszeichen zu posten oder zu sagen, oder wollte ich einfach jetzt mal auch in dem Video ein ganz klares Statement machen. Wenn ihr das nicht wollt oder euch diese Videos nicht gefallen, die ich mache, dann müsst ihr die nicht schauen. Ich zwinge euch ja nicht dazu. Ich mache einfach Videos, weil es mir gefällt, Videos zu machen und ich habe auch
Ich habe auch Gefallen daran, Videos zu machen. Ich habe es halt früher auch gemacht in meinem alten Kanal. Ja, der auch deutlich, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, nie so viele Abonnenten hatte. Er hatte schon viele. Ich hatte, glaube ich, irgendwie 15.000 Abonnenten. Ja, aber... Ich habe, wie gesagt, ich habe niemanden dazu gezwungen, mich zu abonnieren. Und das wollte ich einfach nur mal in diesem Video auch sagen. Und vielleicht wird der eine oder andere mich dann auch verstehen. Klar ist es jetzt auch wegen Minecraft. Ich kann, also ich bin jetzt, bin ich nicht der beste Minecraft-Spieler. Aber muss schon sagen, dass in diesen 3 Monaten, oder ach, 3 Monate, das ist Quatsch, in diesen 4, 5 Monaten, in dem ich Minecraft richtig konsequent spiele, ich habe ja Minecraft immer gespielt, aber dann so Larifari-mäßig, jetzt mit dem ganzen PvP, muss man auch einfach sagen, oder müsst ihr euch eigentlich eingestehen, dass ich schon besser geworden bin. Also ich habe mich da schon reingehangen und ich mache das ja auch und es ist nicht so leicht, weil ich ja nebenbei auch sehr viel zu tun habe. Und mache dann trotzdem Videos und es ist halt dann traurig zu sehen manchmal, was unter den Videos steht. Das Schlimmste ist ja nicht mal, ich habe hier irgendwie einen Fleck auf der Brille, ist ja scheißegal. Ja, ich finde immer, da muss es so konstruktive Kritik geben, aber die gibt es bei YouTube allgemein im Moment gar nicht mehr. Wenn ich mir die Kommentare mal durchlese, nicht nur hier, sondern auch bei anderen großen YouTubern oder bei kleineren YouTubern, dann ist es, das erste Wort, was immer fällt, ist Hurensohn. Was ich sehr traurig finde, weil das sollte kein Wort sein, was man im alltäglichen Gebrauch benutzt. Und zweitens ist es dann irgendwie Kommentare hier von wegen, wollt ihr irgendwas kaufen, Paysafe-Cards, was, ach scheißegal, was auch immer. Und ich fände es halt schöner, wenn YouTube sich dann so wandeln würde, dass man einfach schöne Kommentare, dass man mit seiner, weil ganz ehrlich, am Anfang war es so, da konnte ich viel unter meinen Kommentaren noch beantworten oder auch Fragen stellen oder was auch immer, also auf die Kommentare eingehen. Und mittlerweile kann ich, es geht ja einfach gar nicht mehr, weil da steht ja manchmal so ein Crap. Es ist ja dann mittlerweile gar keine konstruktive Kritik mehr, das driftet ja komplett ab. Da muss man sich einfach fragen, wie das weitergehen soll im YouTube allgemein. Das ist ja nicht nur hier, das ist ja auch weltweit. Also PewDiePie hat es ja auch damals gehabt, dass er seine Kommentare ausgestellt hat, weil er genau gesehen hat, Alter, das ist der letzte Crap, was da unter den Kommentaren passiert. Und da verstehe ich nicht, manche Leute sollten sich einfach enthalten und sollten da gar keinen Kommentar drunter machen, weil das eh nur scheiße ist. Da lasst es einfach sein. Schreibt doch irgendwas Konstruktives. Wenn die Leute schreiben würden, ey Peter, ganz ehrlich, ich finde, dass du PvP nicht gut bist, weil, Punkt, 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 dann kann ich das nachziehen, dann kann ich da schreiben. Aber wenn ihr dann schreibt, ey Peter, du bist ein Hurensohn, dann muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht, was in manchen Köpfen abgeht. Naja, das soll es auch gewesen sein. Wie gesagt, Varo nächstes Jahr, wenn ich dabei sein sollte, werde ich versuchen, ich werde jetzt schon anfangen, da richtig reinzukloppen und nächstes Jahr mit meinem Teampartner, ob es jetzt, weil XY ist, scheißegal, dem auch hinten dran zu stehen, weil ja, ich war, muss man echt sagen, für Nilo einfach ein 5. Rad am Wagen, also der hat, ja, ist auch scheißegal. Da werde ich dann halt versuchen, da mehr zu machen und da auf viele Sachen auch einzugehen, das halt besser zu machen und glaub mal, nächstes Jahr werde ich da angreifen und ich kann gut von mir behaupten, dass ich nächstes Jahr ein Geheimfavorit sein werde, weil ich mich da richtig reinknien werde und nächstes Jahr wird da so ein Scheiß nicht passieren wie erste Runde tot. Das könnt ihr euch abschminken, das wird nicht passieren. Und ja, ich hoffe, diese paar Minuten haben euch jetzt so ein bisschen Aufschluss gegeben auf das, was mir die ganze Zeit im Kopf ging und wo ich schon die ganze Zeit irgendein Statement zu abgeben wollte. Aber da auch dann irgendwann gedacht habe, ja, lass die Scheiße, aber es wird halt immer mehr und mehr, also was ich dazu sagen wollte. Wie gesagt, ich habe niemanden dazu gezwungen, hier ein Abo dazulassen. Wenn ihr mich mögt, dann seid ihr herzlich eingeladen und ich könnte meine Let's Plays schauen. Wenn ihr aber findet, dass es nicht so ist, dann ja, dann ist das leider so. Wie gesagt, also es ist ja auch nicht der ganze Kern meiner Abonnenten. Also ich finde meine Community super nice und ich versuche doch immer was einzubauen. Community wird auch wieder kommen. Ja, ich habe jetzt so lange gequatscht, würde ich sagen, dass wir das hier abbrechen sollten und ja, ich finde es halt auch, weil die, ich habe jetzt nur negativ gesprochen, aber es gibt auch viele positive Sachen, die mich sehr erfreuen. Aber wenn ich jetzt ein echt Video-Statement-Video machen würde, würde es über eine Stunde gehen, weil ich so viele Sachen zu erzählen hätte mit YouTube allgemein, wie sich dieses Ganze entwickelt hat und ach. Was soll ich dazu sagen, Leute? Ihr seht das ja auch selber. Ja, lasst das alles sacken. Und wir sehen uns sonst geschmeidig in den nächsten Let's Plays. Und eine Sache kann ich dazu sagen. Der Peterle wird ab jetzt Varo News machen.
Und ja, schaut dann einfach morgen vorbei, wenn es dann heißt, Peter Le macht Wario News. Ich würde mich super freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet und dabei seid. Und ja, wenn ihr euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und natürlich könnt ihr mir gerne unter die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht, was mit den Kommentaren passiert oder mit den ganzen allgemeinen Sachen. Und da würde ich mich super freuen, wenn ihr das macht. Ja, Leute, das war's dann vom Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschaußen.